Willkommen in der Sentinel Bay. Heute zeige ich euch die Transformation von Takara Tomys MP-11 Masterpiece Starscream vom Roboter zum Jet. Ihr beginnt mit der Transformation am Rücken, indem ihr hier die Verbindung zwischen dieser Platte und der Schnauze des Flugzeugs löst. Die ist hier so eingesteckt. Klappt das hier erstmal so nach oben weg. Zieht jetzt hier die Spitze einigermaßen gerade und könnt jetzt das ganze Ding hier vorne rausdrücken, sodass also die Spitze hier durchrutscht. Was gar nicht so einfach ist. Es bleibt an einigen Stellen so ein bisschen hängen, geht aber. Dann habt ihr das Cockpit hier oben, das könnt ihr öffnen. Das finde ich ziemlich clever, diesen Teil. Klappt das jetzt hier raus. Da kommt also der Rest des Cockpits mit dem Fahrersitz, oder mit dem Pilotensitz vielmehr. Fahrersitz ist gut. Und dann klappt ihr das Cockpit hier ran. Nehmt dann das ganze Teil, normalerweise, also die Ohren von Starscream sozusagen klappen automatisch weg. Wenn nicht, müsst ihr da so ein bisschen nachhelfen. Klappt ihr das jetzt hier nach oben, bis es einrastet. Jetzt macht ihr das, was bei der Figur sowieso ständig automatisch passiert. Ihr zieht nämlich diesen Teil hier nach oben und klappt die Arme samt dieser Lufteinlässe jetzt hier drunter, dass das hier so aufliegt. Und dreht die Arme dann auf dem Ratschengelenk hier 90 Grad runter, dass die anliegen. Ich muss das so ein bisschen festhalten, sonst dreht sich es leider wieder mit weg. Dann habt ihr hier diese zwei Seitenteile von der Taille sozusagen. Die müsst ihr jetzt, das ist gar nicht so leicht, die sind hier auf so einem doppelten Gelenkarm. Da ist eins und da ist eins. Die müsst ihr hier so ein bisschen drin rum oder dran vorbeifudeln, so in so einer Kurve quasi. Ziel ist, dass die am Ende hier in der Mitte landen. Machen wir es hier nochmal so. Das hier dann, und dann habt ihr hier unten einen Verbindungspin. Und dann drückt ihr die zwei zusammen und richtet das so einigermaßen gerade aus. Dann macht ihr euch am besten, klappt ihr die Flügel mal nach hinten oder ganz weg, dass ihr Platz habt, den Oberarm zu drehen, dass es so liegt. Die Hand muss so vorbereitet sein, dass der Daumen hier flach drinnen liegt, die Faust geschlossen ist und dann klappt ihr die hier in den Unterarm. Die guckt ja noch so ein bisschen raus, das ist völlig normal. Machen das hier nochmal. Oberarm drehen. Wie gesagt, der Flügel ist da so ein bisschen im Weg. Hand zur Faust und dann das Ganze hier reinklappen. Und jetzt müsste es möglich sein, dass ihr die beiden Arme hier mit diesen roten Teilen zusammen nach innen klappt. Die bleiben hier an der Hüfte so ein bisschen, an diesem Hüftschild seitlich so ein bisschen hängen. Das nervt. Aber mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl und vielleicht ein bisschen Kraft kriegt ihr den Arm dann am Ende auch in die Position, wo er soll. Wir machen das hier nochmal, gleiches Spiel, ein bisschen aneinander vorbei. Hier oben das vor allem richtig reindrücken, so, dass ihr hier einen kompakten Block bekommt. Dreht die Unterarme noch so ein bisschen, dass das alles hier gerade ist. Dann habt ihr jetzt hier die Flügel, die, wenn sie noch eingesteckt sind, löst ihr hier oben diese Verbindung und habt jetzt hier so einen Doppelarm, der ist an einigen Stellen fester als an anderen, muss aber glatt ausgerichtet sein, also dass es hier eine ebene Fläche ergibt. Und dann könnt ihr den hier runterdrücken. Die Klappe hier muss da drüber, ja, so. Auf der Seite geht es etwas leichter. Der Null Ray ist so ein bisschen im Weg hier. Das ist alles nicht so richtig schön. Da geht das besser. Auch hier das entsprechend da drunter schieben. Diese beiden Pins, die quasi die Rückenfixierung waren, könnt ihr jetzt hier reinklappen. Haut nach unten immer wieder so ein bisschen ab, aber dass es auch hier dann am Ende eine Fläche ergibt. Und jetzt könnt ihr diese Flügelteile, ihr seht hier ist so eine kleine Aussparung am Arm, die muss hier rein und der Flügel selber arretiert, da ist der Pin und da ist das Gegenstück. Das heißt, ihr schiebt den Flügel hier so. Am besten macht ihr erst wirklich diese Verbindung mit zwischen Arm und Flügel. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu treffen. Das muss alles ziemlich gerade sitzen. So, und dann könnt ihr den Flügel hier an der Seite auch in seine Position bringen. So, machen wir hier nochmal. Voilà, jetzt bin ich mit der Finne an der Kamera hängen geblieben. Da ist die Verbindung hier am Arm. Nicht schön, die ganze Nummer hier. Und dann das Ganze hier zusammenbringen, hier hinten wieder begradigen und dann habt ihr die Oberseite einigermaßen fertig. Die Beine sind jetzt ein bisschen Panelarbeit, das ist aber alles im Rahmen. Ihr dreht erstmal die Füße um 180 Grad und klappt sie hier
drauf. Das ist ziemlich cool gemacht eigentlich. So, dann habt ihr hier die Seitenflügel, die ihr schon mal ausklappen könnt und schiebt dann die Dinger hier, also diesen gesamten Flügelteil nach hinten, und zwar bis es wirklich Klick macht. Zack. Zack. Das ist ein ziemlich festes Klick, aber ihr braucht halt hier diesen Abstand, damit das am Ende alles vernünftig komprimiert werden kann. Dann öffnet ihr hier diese Klappen und bringt die Ferse nach innen. Das funktioniert alles ziemlich gut. Rastet gut ein, klickt schön, schließt sauber ab. Das gefällt mir wirklich gut. Und dann habt ihr hier die Beine und schiebt die jetzt quasi zusammen. Ihr müsst gucken. Ihr habt hier so einen kleinen Pin, der sich dann da am Ende da reinlegen muss, damit das einen sauberen Abschluss gibt. Macht erst das eine, dann das andere Bein. Hier ist der Schieber ein bisschen fester. Gucken, dass das hier alles in die richtige Richtung geht, dass die Klappe gerade ist. So, das ist schon wieder verrutscht. Ach, komm schon. So. Und jetzt habt ihr hier hinten noch, wenn es nicht schon automatisch sich verbunden hat, hier diesen Verbindungspin, da drückt ihr das vernünftig zusammen. Dann bringt ihr die Landeklappen 180 Grad rum. So, und jetzt finde ich ein bisschen übermäßig kompliziert, das System. Man hätte es doch einfach abstecken und dran stecken können. Aber gut, man möchte es gerne so, klappt die Nullrace hier so nach außen, dreht es also an diesem Gelenk und steckt sie dann hier ein. Das Schöne ist halt, man hat es geschafft, das quasi als Teil zu integrieren. Und es gibt dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen Stabilität. Das ist ganz nice eigentlich. Ich finde halt dieses System ein bisschen, ein bisschen kompliziert dafür, dass es quasi nur so eine Unterbauwaffe ist. Finde ich, das hätte man auch unkomplizierter lösen können. Aber sei es drum, so dramatisch ist es nicht. Dann habt ihr noch Landeklappen, nämlich hier und hier. Und hier vorne habt ihr da eine Öffnung. Ihr könnt dann hier das Fahrwerk rausholen. Und fertig ist euer MP11 im Jet-Modus. Das war mein Transformationsvideo zum Masterpiece 11 Starscream. Die Video-Review habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.